Zweites Regionalligaspiel im Jahr 2020 für den FC Eintracht Norderstedt. Vor zwei Wochen kam es hier zu Hause im Edmund-Planbeck-Stadion zum Duell mit dem VfL Wolfsburg 2. Nun folgt mit dem SC Weiche Flensburg das nächste Top-Team der Liga. Aktuell stehen sie auf Rang 3 und gerade für die Angreifer der Eintracht wird das heute eine besonders große Challenge, denn es geht gegen die beste Verteidigung der Liga. Wir steigen in ein von Beginn an kampfbetontes Spiel. Die Eintracht in den roten Trikots von links nach rechts mit Evans Nyako und der ersten zeigenswerten Möglichkeit der Partie. Auf der anderen Seite Weiche Flensburg bisher im Jahr 2020 mit einem Sieg und einem Unentschieden und der ersten Möglichkeit von Kapitän Christian Jürgensen. Dieser Distanzschuss aber symbolisch für die Angriffe, die bisher von Überschaubarkeit geprägt waren. Auch Johann von Knebel setzte ihn deutlich über den Kasten, aber die Eintracht generierte allmählich ein dezentes Chancenübergewicht. Letzte Chance des ersten Durchgangs und Philipp Koch legt den frech unter der Mauer hindurch. Kirschke muss zum ersten Mal eingreifen. Auf der anderen Seite, wir befinden uns im zweiten Durchgang, Taifun Chan und die gute Möglichkeit für Dominik Hartmann. Huxoll hat ein paar Probleme. Auf Norderstedter Seite waren im zweiten Durchgang vor allen Dingen gefährliche Ansätze zu sehen, aber die entscheidende Konsequenz vor dem Tor von Florian Kirschke ließ die Eintracht vermissen. Das ist Nyako in Richtung Johann von Knebel, der geht ein paar Stockwerke drüber. Das Spiel allerdings wahnsinnig emotional und kampfbetont, aber eben nicht mit den ganz eindeutigen Offensivmöglichkeiten. Das ist Dominik Hartmann und ein ganz, ganz wichtiges Tackling von Yannick Nuxon. Weiche Flensburg mit 15 Punkten Abstand auf Tabellenführer Lübeck hat man nichts mehr mit dem Aufstiegsrennen zu tun. In Durchgang 2 generierte man sich mehr Chancen als noch in den ersten 45 Minuten, aber auch hier Norderstedt wachsam. Die Eintracht immer wieder über schnelle Gegenstöße wie hier über Nils Brüning, aber auch hier fehlt im Zentrum der geeignete Abnehmer. Wenn aus dem Spiel nichts geht, dann vielleicht mal per Standard. Rico Borg und Fabian Grau kommt zum Kopfball. Der geht aber einen Meter rechts am Kasten vorbei. Kurz vor Schluss dann nochmal die Eintracht über Nyako. Kirschke dazwischen. Chance lebt aber noch. Borg, Ball abgefälscht. Auch hier findet die Flanke kein Abnehmer. Und somit bleibt es letztlich in einem aufreibenden 0:0. Das vom Spielverlauf aber in Ordnung geht. Norderstedt holt den ersten Punkt im Jahr 2020. Ich glaube, am Ende des Tages ist es für beide Mannschaften okay, das Spiel. Ich glaube, erste Halbzeit hatten wir einen Plus an Spielanteilen. Zweite Halbzeit hatte Weiche, glaube ich, die klaren Aktionen. Am Ende des Tages, wie gesagt, ich glaube für beide Mannschaften okay, das Ergebnis und müssen mit leben. Ich glaube, Weiche kann damit auch leben und das Hinspiel war dann letztendlich so, dass die letzte Minute noch ein Tor gemacht haben. Das war jetzt ausgeblieben, deswegen 0:0 ist in Ordnung und nächste Woche geht's weiter. Und zwar beim Tabellen 8. vom BSV Schwarz-Weiß-Reden am kommenden Samstag.